Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video im Jahr 2024. Und das ist etwas Besonderes. Es sind Breaking News. Worum geht es? Am 8.1. am Montag 2024 werden weite Teile Deutschlands stillliegen, wenn umgesetzt wird, was angekündigt ist. Es fing an mit Bauernprotesten. Mittlerweile haben sich Spediteure und Hunderttausende von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Bürgern dem Aufruf angeschlossen und werden am 8.1. ihren Protest auf der Straße zum Ausdruck bringen. Sie haben die Nase gestrichen voll von einer unberechenbaren Energiepolitik, von einer unberechenbaren Finanzpolitik und von immer weiter überbordenden Vorschriften, Erlässen, Beschlüssen und Formularen, die einem das Leben nicht leichter, sondern immer schwerer machen und viel mehr Aufwand erfordern, als überhaupt erledigt werden kann mit einem betriebswirtschaftlich vernünftigen Verhältnis. Wir als Goldinvest Edelmetalle GmbH werden am Montag unser Geschäft schließen und uns somit solidarisch mit allen anderen, die am Protest teilnehmen, zeigen. Ganz klar und deutlich, dies ist kein Protestaufruf, dafür sind wir viel zu klein. Aber wir können sagen, jawohl, wir stehen auf der Seite derer, die dem Glauben schenken, was am Deutschen Bundestag geschrieben steht, dem deutschen Volke. Ihr Politiker habt uns zu dienen, dafür seid ihr gewählt und nicht umgekehrt. Wenn wir heute sehen, dass immer mehr Politiker, die bestens und üppigst versorgt, weil sie die Vorschriften darüber selbst erlassen, uns erzählen wollen, wo wir zu sparen und den Gürtel enger zu schnallen haben, dann läuft das Fass so langsam, aber sicher über. Die Krone setzt dem Ganzen dann auf, wenn ich bestimmte Politikerinnen und Politiker sehe, die selbst noch nie in ihrem Leben gearbeitet haben oder gar einen Studien- oder Schul- oder Berufsabschluss haben und uns vorschreiben wollen, wie wir zu leben und zu wirtschaften haben. Ich hoffe, dass dieses Signal am Montag gehört wird. Ich weiß, die große Menge der Menschen, die von den Protestaktionen auch betroffen sein wird, hat größtes Verständnis dafür, denn außerhalb der politischen Blase gibt es kaum jemanden, der nicht von dieser mittlerweile völlig unverständlichen und aus dem Ruder gelaufenen Politik betroffen ist. Das war's zu diesen Breaking News. Es ist eine Solidaritätsbekundung, die wir hier aussenden und wir sehen uns dann zum ersten regulären Video am Montag wieder. Bis dahin eine gute und impulsvolle Zeit.